Im Landkreis Oberspreewald-Lausitz sind ab dem 21. Mai die Regelungen der Bundesnotbremse aufgehoben. Grund dafür ist eine stabile 7-Tage-Inzidenz unter 100. Bereits seit dem 16. Mai war wieder Shopping via Click & Meet im Einzelhandel möglich, nun folgen weitere Aufhebungen. Ob damit alle Beschränkungen entfallen, weiß Alexander Erbert, Gesundheitsdezernent des Landkreises. Das kann ich für OSL nicht bestätigen, da sind wir tatsächlich noch ein Stück weit davon entfernt. Aber ich glaube, die Entwicklung der letzten Tage hat also eine gute Richtung genommen, dergestalt, dass wir sukzessive unsere Inzidenzen auf Basis von weniger Fallzahlen nach unten entwickeln konnten. Es gibt eine Systematik, die besagt, dass wenn ein Landkreis eine Inzidenz über 100 hat, sozusagen die Bundesregeln gelten, die relativ scharfe Bundesnotbremse. Wenn man in der Inzidenz unter 100 fällt über einen längeren Zeitraum, dann gilt nur und ausschließlich noch die Brandenburger Eindämmungsverordnung. Und in dieser Situation sind wir gerade. Bereits seit 12. Mai gab es mit der aktuellen Eindämmungsverordnung des Landes Lockerungen mit Blick auf das Dauercamping und in Bildungseinrichtungen. Bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz unter 100 sind zudem ab Freitag vor Pfingsten weitere Lockerungen möglich, so auch im OSL-Kreis. Ja, man kann sagen, dass wir mit unserer Inzidenzentwicklung sozusagen eine Punktlandung hingelegt haben. Vor dem Hintergrund, dass genau zum 21. Mai die Brandenburger Eindämmungsverordnung auch weitere Öffnungs- und Lockerungsschritte vorsieht. Ich würde mal beginnen wollen, beispielsweise mit der Gastronomie. Ist es so, dass genau ab dem 21. Mai auch unsere Gastronomen im Landkreis wieder ihre Außenbereiche für Gäste öffnen können. Mit einigen Auflagen weiterhin verbunden, aber ich denke, das ist schon eine gute Botschaft. Auch alle körpernahen Dienstleistungen, zum Beispiel Kosmetik und Nagelstudios, sind unter Auflagen erlaubt. Kontaktfreier Individualsport auf Sportanlagen unter freiem Himmel ist ohne Personenbegrenzung erlaubt. Wenn denn die Inzidenz auf diesem niedrigen Niveau bleibt, gibt es gleich am 1. Juni noch einen weiteren Lockerungsschritt, der dann so aussieht, dass auch in Turnhallen beispielsweise wieder sowohl Individual- als auch Gruppensport möglich ist. Und dieses hat gleich weiterum Auswirkungen zum Beispiel darauf hin, dass Tanzschulen und Fitnessstudios wieder öffnen können. Und auch im privaten Bereich ist nun wieder mehr möglich. Ja, es dürfen sich mit dem Ende der Bundesnotbremse wieder zwei Haushalte ohne Personenbegrenzung treffen. Und es werden in diese Zählung auch sozusagen vollständig geimpfte Personen und auch als genesen geltende Personen nicht mehr mit eingerechnet. Die Ausgangsbeschränkungen sind ebenfalls mit dem Ende der Bundesnotbremse de facto aufgehoben. Insofern gibt es auch für OSL keine weiteren Beschränkungen mehr für die Abend- und Nachtstunden. Wichtig für das Seenland sind dazu die Lockerungen im Gastronomiebereich und bei touristischen Übernachtungen. Glücklich darüber ist auch Markus Heberle vom Tourismusverband Lausitzer Seenland. Aber nicht nur er, sondern die gesamte Branche blickt hoffnungsvoll auf den 21. Mai. Ja, erstmal freuen wir uns natürlich, dass es überhaupt losgeht, dass wir unsere Gäste wieder begrüßen können, gerade hier im Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Und unsere Anbieter bereiten sich vor, bringen die letzten Sachen noch in Ordnung, streichen noch etwas und dann wollen wir natürlich hoffen, dass wir unsere Gäste begrüßen können. Die Außengastronomien dürfen pünktlich zu Pfingsten wieder Gäste empfangen. Doch auch hier gibt es einige Regeln zu beachten. Natürlich gibt es da auch die Bestimmungen, die Hygienebestimmungen, die weiter gelten. Also mit den Abstandsregelungen, 1,5 Meter Abstand. Ich muss mich auch eintragen in eine Liste, damit ich nachher es nachweisen kann, wer wo eventuell sich hat infizieren können. Das geht natürlich weiter, also da kommen wir nicht drum herum. Das ist auch, denke ich, okay. Für Ihren Besuch einer Gastronomie dürfen Sie keine Covid-19-Symptome haben und müssen einen negativen Test der letzten 24 Stunden nachweisen. Wo es möglich ist, sollte ein Termin im Voraus gebucht werden. Mit der Einführung der Luca-App will der Landkreis zudem die Kontaktdatenaufnahme für Anbieter erleichtern. Auch touristische Übernachtungen sind wieder möglich, zum Beispiel in Ferienhäusern oder auf Camping- und Wohnmobilstellplätzen. Also die Regeln sind bei den Übernachtungen genauso, wie gesagt, im Campingbereich. Wir müssen also autark sein, was die Toilettenanlagen angeht. Das heißt, jemand, der mit Wohnmobil kommt, ist autark, der darf natürlich anreisen. Wir haben aber auch die Gruppenunterkünfte haben es da schwieriger, die dürfen es natürlich nicht anbieten. Sobald ich also Gruppentoilettenangebote habe, die werden weiterhin geschlossen bleiben müssen. Auch viele touristische Angebote werden im Landkreis nun wieder möglich sein. Der Bund hat zudem für Genesene und Geimpfte weitere Erleichterungen auf den Weg gebracht, die für alle Bereiche gelten. Die Kurzformel lautet vielleicht so, überall wo ich eigentlich ein negatives Testergebnis vorweisen müsste, ist diese Notwendigkeit für vollständig geimpfte Personen und auch für diejenigen, die als genesen gelten, nicht mehr notwendig. Ja, als Geimpfter ist der Nachweis schlicht der Impfpass, sozusagen die Eintragung, die bei den beiden Impfungen, die in der Regel ja erfolgen, stattfinden. Bei den genesenen Einwohnerinnen und Einwohnern ist es so, dass dort in der Regel der positive PCR-Test als Nachweis reicht. Oder aber auch der Quarantänebescheid des Gesundheitsamtes. Beides müsste theoretisch bei den Menschen vorliegen.
Trotz aller Lockerungen mahnt Alexander Erbert jedoch zur Vorsicht, damit die Zahlen weiterhin auf einem niedrigen Level bleiben. Wir haben natürlich eine deutliche Entspannung, das ist schön und richtig so. Wir sind aber sozusagen noch nicht aus Corona raus und insofern gilt weiterhin mein Appell, Abstand halten, Maske tragen, so wie wir es aus den vergangenen Wochen kennen, um dann tatsächlich noch deutlich mehr Entspannung in den nächsten Wochen hinzubekommen. Alle Informationen finden Sie auf den Internetseiten des Landes Brandenburg und des Landkreises Oberspreewald-Lausitz. Für den touristischen Bereich informieren Sie das Portal Reiseland Brandenburg und die Tourismusverbände Lausitzer Seenland und Spreewald. Übrigens, ab 22. Mai haben die drei Museen des Landkreises in Senftenberg, Lübbenau und Lehde ebenfalls wieder ihre Türen geöffnet. Vielleicht ein Ausflugstipp für das Pfingstfest.